Die Freiluftsaison ist nun endlich wieder eröffnet und die gelben Bälle fliegen nur so durch die frische Luft. Der TVBB lud schon zu den dritten Berlin ITF Seniors Open auf dem Platz des TC Orange-Weiß in Friedrichshagen. Der Sieg an sich ist mir nicht so wichtig, aber einfach schöne Bälle schlagen, nette Leute kennenlernen und die Anlage ist halt auch sehr, sehr schön hier. Einfach Tennis spielen, das ist das, was es ausmacht. Zu diesem Turnier ist zu sagen, obwohl jetzt wenige Teilnehmer da sind, stimmt das Umfeld hier. Es ist eine unheimlich schöne, idyllische Anlage. Über 6 Tage lang konnten hier rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Einzel und Doppel der Altersklassen 35 bis stolze 75 zeigen, was sie drauf haben. Da das vom Termin her kurz vor den Verbandsspielen stattfindet, ist es eine super Vorbereitung auf die Verbandsspiele. Ein super Start in die Saison. Am Samstag standen die letzten Finalspiele auf dem Programm. Das erste des letzten Turniertages in der Altersklasse 55. Hier standen sich der an 6 gesetzte Markus Frick und der an 2 gesetzte Andreas Blank gegenüber. Wer hier favorisiert war, war klar. Und zwar von Anfang an. Andreas Blank konnte in den vorherigen Spielen schon glänzen und gewann immer deutlich in 2 Sätzen. Hier war es dann aber deutlich knapper. Der Match-Tiebreak musste die Entscheidung bringen und Frick sich mit 6:3, 4:6 und 7:10 geschlagen geben. Je weniger alles wehtut, umso besser. Nein, ich habe da Spaß dran. Wenn ich einigermaßen laufen kann, fühle ich mich wohl. Und dann hoffe ich immer, dass ich gegen Menschen spiele, die nett sind und die vielleicht noch nicht kenne. Beim zweitletzten Finale des Turniers in der Altersklasse Herren 40 durfte Michael Linskog aus Schweden, der an 1 gesetzt war, und Michael Rohleder, der den TC Orange-Weiß Friedrichshagen vertrat, rauf auf den Platz. Nach einem harten Spiel und vielen Emotionen musste sich Michael Rohleder mit 0:6 und 5:7 geschlagen geben. Der Gegner war ja einfach gut. Ich habe ja das 3. Mal gegen ihn gespielt. Mir fehlte ein bisschen das Glück, Mitte des 2. Satzes auf 4:1 davon zu gehen. Und zum Schluss hat der Gegner das auch gut gemacht. Schon kam es auch zum letzten Finalspiel des Tages, der Altersklasse 35, zwischen dem zweitgesetzten Roman Tennert vom Tennisclub SCC und dem an 4 gesetzten Bastian Taube. Für Taube hätte das ein Doppelgeschenk werden können, denn er darf sich bald schon erneut Papa nennen. Doch das Baby sollte der einzige Gewinn bleiben. Tennert nutzte die leichten Fehler von Taube aus und schlug ihn so eindeutig mit 6:1 und 6:1. Basti ist ein Vielspieler, spielt sehr gut auf Asche. Da muss man die Bälle gut treffen, sich gut bewegen, ansonsten könnte es eng werden. Wahnsinnig viele ehrenamtliche Helfer, die Stimmung ist gut. Also insofern würde sich das lohnen, sich für diesen Verein auch die nächsten Jahre einzusetzen. Ja? Es war also wirklich ein rundes, gutes Turnier. Wir haben auch sehr gutes Tennis gesehen. 6 spannende Tage gingen somit zu Ende. Spaß an diesem Turnier hatten wohl alle, ganz besonders natürlich, ist ja klar, die Siegerinnen und Sieger. Die Tennis-Freiluftsaison 2019 ist also bei ganz viel frischer Luft gut und erfreulich gestartet.